Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben uns mal wieder hier zusammengesetzt für den SBB. Und ihr habt es euch gewünscht, es sind wieder die beiden Knechte aus Sachsen auf der anderen Seite, die einen Scheißdreck in Formel 1 können. Und wir dachten, wir werden das Ganze heute mal auf dem Fußballplatz wieder mal ausfechten. Es ist das nächste SBB, das letzte kam sehr, sehr gut an. Habt ihr sehr gefeiert mit den Knechten. Und deswegen haben wir gedacht, wir werden uns nochmal hier zusammensetzen und die nächste Folge aufnehmen. Finde ich auch gut, dass ich heute endlich mal traut. Zweimal jetzt abgesagt. Nein. Einmal wir wollten, einmal an die Karte durchfahren und so. Ein anderer, seine Kamera geht immer aus, weil es im Filmmodus ist, weil er vorher noch ein paar Anspieler gemacht hat. Ne? Einmal habe ich auch gesagt, also einmal habe ich verschlafen, muss ich sagen. Das war meine Schuld. Und wir wollten am Dienstag aufnehmen, also wir nehmen es hier am Freitag auf. Vor 3 Tagen wollten wir aufnehmen. Und da kam dann so eine Nachricht mit, oh, mir geht's nicht so gut. Irgendwie kann ich heute nicht aufnehmen und ich weiß gar nicht, was das ist und so. Also ich habe da schon sehr viel Angst gespürt, muss ich dazu sagen. Ne? Also das ist dann halt... Ich muss sagen, mir geht es auch immer noch nicht so gut, aber ich fühle mich in der Lage, dir kräftig in den Arsch zu treten heute. Und ich muss auch noch mal kurz einhaken, weil wenn wir jetzt schon mal hier in unserer kleinen Runde sitzen, ja, und hier über Formel 1 kurz schwätzen, wie viele Punkte hast du beim Cup geholt? Ey, ich wurde einmal... Nein, wie viele Punkte hast du einmal? Ich weiß es nicht. Also ich kann euch sagen, die Platzierung, ich weiß nicht, wie viel man bekommt. Ich wurde einmal 9., einmal 10., einmal 7. und einmal 8., glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das sind. Ich habe 20 Punkte geholt. Ich war einmal Platz 5. Es kann aber sein, dass ich einmal auch Platz 6 war. Ich glaube, ich meine, ich habe mehr Punkte als ihr geholt. Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, Timo hat mehr geholt wie du. Ja, das Einzige, was Timo mehr geholt hat, sind irgendwelche Motorschäden, weil er gegen irgendwelche Leute die ganze Zeit gefahren ist. Gegen die Hahn ist er gefahren. Der ja gegen die Hahn hat da so reingeknallt. Auf jeden Fall, Freunde, geht es heute um den Totti. Mbappé Totti. Wir haben auch eine Folge bei den Teasys aufgenommen. Die könnt ihr gerne abchecken. Da geht es um einen Spieler, Freunde. Den mussten sie sich neu holen, weil sie den ja abgestoßen hatten bei der letzten Folge. Für das Video hier, Freunde, mit Mbappé würde ich sagen, wir versuchen mal wieder die 35.000 Likes. Lasst umsonst ein Abo da und checkt die Jungs ab. Link zu deren Video ist oben in der Videobeschreibung. Und wir fangen jetzt an, die ersten Spiele aufzuschreiben, würde ich sagen. So, linker Flügel, mein Freund, haben wir einen Franzosen, der aus der Bundesliga kommt. Und zwar ist das der gute alte Diaby. Auf so ein Niveau gehst du. Nein, hä? Die ist voll gut, die Karte. Das zeigt, wie viel Angst du wirklich hast. Die ist übelst gut, die Karte. Hä? 95, ja, wenn Space? Die nimmt, ist man verloren. Okay. Weiter. Rechter Flügel haben wir einen Weltspieler momentan, und zwar Christopher Nkunku. Di Maria und Shinola. Ja, das ist aber schlecht. Das ist schlecht. Gut. Okay, gut. Ich glaube, ich habe beide. Ihr seid echt kacke in sowas. Okay, gut. Wart. Wir spielen natürlich auch ein Franzose, und er kommt auch aus der Bundesliga und heißt Diaby. Dann hat er so einen scheiß Board stehen, und hat uns jetzt schon bevor. Und rechts steht Di Maria. Nein, wie schlecht ihr seid. Ich dachte, ihr nehmt nicht die Maria. Ach du Scheiße, ich hab Bamba und Dembele. Ich dachte wirklich nicht, dass ihr so unkreativ baut, ne? Das ist wirklich richtig unkreativ, ne? Digga, dann nehmen die Maria. Ja gut, wir treffen uns in der Mitte mit einem Bundesliga-Schwitzer-Team, ne? Wir schreiben auf. Ich nehme jetzt hier eine Folge auf mit den Teasys. Die brauchen schon wieder 150 Jahre für ihre Scheißaufnahmenspieler da. Perfekt. Es ist der Knüller. Ich werde den heute diesen Mann abstoßen. Ja. Überlegt mal da 100 Jahre. Überlegt doch mal da 100 Jahre. Macht da mal euer Ding. Brauchen die da so lange? Ihr werdet safe nicht drauf kommen. Niemals werdet ihr drauf kommen. Koray Shineit ist ins Video. Wie lange die brauchen? Ja, ist doch gut. Ist doch da. Was ist denn los? Boah, Jungs, ich glaube, ihr habt nichts, ne? Ja, wir halten rein. Haltet ihr rein? Ihr seid komplett auf der falschen Spur, glaube ich. Okay. Weil jetzt wurde nämlich Kohle in die Hand genommen, um euch ein bisschen zu locken. Und zwar habe ich rechter ZM Marcus Llorente, da seine komische, ich weiß nicht mal, was für eine Karte ist da, für 600.000. Dann haben wir im Mittelfeld 48 cm Patrick Vieira, um hier auch mal zu zeigen, was hier los ist. Und im linken ZM haben wir Lars Ricken. Reden wir von dem Lars Ricken. Wir reden von... Nein, als ob wir den aufgeschrieben haben. Nein, wir haben Tutti, Cloud und Gunduzi. Kannst du drin lassen, deine Kollegen. Mit Vieira hätte ich nicht gerechnet. Gut, dann
hältst du rein. Bist du bereit? Warte, ich halt rein. Safe keiner. Weiß ich nicht. Okay. Safe keiner. Wir spielen Toti, Nomine, Goretzka, links. Hast du safe net. In der Mitte Hagi. 91er Hagi, 1000% net. Ja. Und rechts spielen wir eine SBC-Karte, die hast du auch niemals. Aua! Nein. Niemals. Ich hab einen Kunku, Draxler und Tucci. Da. Hagi. Hagi, das sagt ihr, das ist es? Der Mann? Hagi in der Mitte? Ist es, der Mann. Der ist mit so 43 Steff? Der wird die Longshots reintüdeln, das glaubst du gar nicht. Defensiv haben wir ja zwei andere Maschinen da stehen. Was dauert denn da so lang? Hopp. Komm schon, was braucht er denn so ewig? Schreit's rein, schneid's rein, Uwe. Also wenn ihr das wirklich gemacht habt, dann seid ihr auch wirklich scheiße. Okay, ich halt mal rein. Ich halt als erstes rein. Okay. Also entweder okay. Schulz, Günther, Davis oder Raum. Einer von den vier ist links. Hast du recht, hast du recht. Es wird Schulz bei uns. Oh. Tut weh, ne? Tut dir gerade ein bisschen weh, ne? Tut's ein bisschen weh? Ono, schneid's rein. Ono, schneid's rein. Ono, schneid's mal rein. Und rechts steht Zentonze. Tut auch weh, hast du auch nicht. Ja, ja, ja. Aber ist das auch richtig krass weh tut, wenn man auf der linken Seite Torwart spielen müsste und der spielt gegen 96, nee, gegen Kunku mit 92 Pace. Das wäre scheiße. Hast du Schulz? Also es wäre kacke, so an sich. Wenn man Linksverteidiger und Torwart spielen müsste, im Bronze-Torwart. Das wäre scheiße und ich glaube, das solltet ihr auch mal machen. Hast du Schulz aufgeschrieben? Ich habe Schulz sowas von aufgeschrieben, das hat die Welt noch nicht gesehen. Schulz und Klaus habe ich aufgeschrieben. Das tut wirklich weh ein bisschen, ne? Das tut richtig weh. Cora, ich schneid's rein. Also, Linksverteidiger habe ich auch einen von den Vieren, die ich gerade gesagt habe. Und diesmal bin ich ein bisschen Understatement gegangen, weil ich habe schon mal mit einem Außenverteidiger Bronze gespielt und ich glaube nicht, dass ihr Raum habt. Inform Raum. Der informige Raum und Rechtsverteidiger habt ihr vielleicht. Mit ein bisschen Überlegung kommt man darauf und ich hab da ein schlechtes Gefühl. Aber ich hab da Hector. Hector, Bälle. Bälle, Hammer. Bälle, nein. Bälle, Bälle, Davis. Bälle, Tor. Nein. Na, da kommt ein schöner Diaby gefetzt. Scheiße, mit Tempo 840, Alter. Weißt du, bei uns ist halt auch Können. Weißt du, Schulz fliegt raus und ja. Schulz kommt wieder zurück. Richtig. Das ist unangenehm. Gut, dann letzte Frage. Vor allem, weißt du, was eigentlich an deiner, also wo ich jetzt wirklich so ein bisschen Eier flattern hätte, Digga? Was denn? Ich glaube, dein Lorente braucht noch ein bisschen was. Ja, der braucht einen Link halt, ne? Der braucht einen ganz normalen Link. Ja, ja, einen ganz normalen, schönen. Es kann jeder sein. Das kann jeder Spanier sein, das kann jeder Liga BBVA-Spieler sein, das kann alles sein. Aber jeder weiß, dass du jetzt in die Premier League gehst und da hinten so ein Laporte reinklatscht. Das weiß jeder, aber wir sehen uns gleich. Ja, ja, okay, dann machen wir euer Ding. Ich sag dir, was ist, wir halten rein, weil bei dir war ja, das war ja zu einfach. War einfach? Zu einfach, so, komplett. Also, Linksverteidiger, ich hoffe, den habt ihr nicht. Auf den freue ich mich eigentlich. Ich glaube, ihr habt's wirklich. Linksverteidiger Antonio Rüdiger, Totti Nomini, Innenverteidiger ja. Laporte in Form und im Tor, wer ist das, Digga? Ramsdale, Headline, oder keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Halt dein Maul, du bist so ein ekliger Mensch. Du bist so ein ekliger Mensch. Oh nee! Wen habt ihr? Ramos, Kimpembe, Donnarumma. Ja! Du bist so ein ekliger Mensch. Warum macht man das? Ramos? Achso, Ramos. Wegen Spanien, jetzt check ich. Ihr hattet Laporte richtig gesagt. Scheiße. Ono, schneid's rein. Okay, ich halt rein. Und ich glaube, ich habe euch an den Eiern. Was für eine Liga bist du denn gegangen? Was so Frage darf. Ich hab. Ich sag's mal nicht. Ich sag's nicht. Ich stell's erstmal rein, aber. Ich hab Leute mit einem riesen Puller aufgeschrieben. Drei Stück: Magna, Cordoba und De Ligt. Ich hab Konaté, Rüdiger und Mondi. Ja, die hätten da alles machen können. Die beide Außenverteidiger sind im Arsch, ne? Bei dir und bei euch. Schon bei mir. Ja, ja, ja. Ich so, wir hatten Laporte, Alter. Wir hattet den, Mann. Dann laden sie uns Hast ein. Du eigentlich geschwitzt, sei ehrlich? Ich hab da gar nicht geschwitzt. Ich guck's mir ja an, das wird eine ganz entspannte Kiste. Guck mal hier, suche ich mir jetzt einen spanischen Torwart, Bronze, und der macht das Ding. Boah, das wäre schon jetzt ein scheiß Freitag, ne? Irgendwie so Hullet und Mbappé abzustoßen, wäre scheiße. Wäre belastend, sag ich dir, wie es ist. Wir würden ganz schön geknickt im Stream sitzen. Wäre nicht so nice halt. Ja, wir haben ja uns zu Ohren kommen lassen, dass du in FIFA aktuell scheiße wärst. Ja. Hat Ono gesagt. Aber ich glaube, für euch reicht's noch. Guck mal hier, mein Torwart, der kann das. Ja, Laporte. Heißt der Pastor, dein Torwart. Lass den Mann in Ruhe. Hey, guck mal, Diaby an, Digga, was ist denn hier los? Da kommt der Ball, da geht's los. Oh, Jungs, ich hab wirklich Spaß hier, ne? Also ich seh's jetzt schon da links, euer Torwart. Das wird, glaube ich, spaßig. Das wird eine spaßige Angelegenheit. Oh, oh. Ja, ja. Nee. Ja! Das ist ja wirklich so scheiße, wie der Ono sagt. Das ist ja wirklich so scheiße, wie der Ono sagt.
gesagt. Wir haben gesagt, das geht rein. Das ist wirklich ein spaßiges Ding. Aber guck mal, was da passiert. Was war denn das für ein Pass, Digga? Seit wann kommt denn so eine Pässe wieder an? Und jetzt hat er Eiersalat. Nein, jetzt hat er Eiersalat. Ich habe noch so viel Zeit. Weißt du, was schon alles passiert ist in so vielen Minuten? Guck's dir an, da hinten Schulz bei euch. Guck mal, Zentonse, ne? Der ist da, der Mann. Oh, scheiße, Zentonse. Der ist da auf jeden Fall. Ja, der Zentonse ist da. Eckball, alles ist okay. Alles ist okay, Eckball. Der Mann hat auch seine Gefühle. Lorenzo, Patrick. Oh. Überlauf ihn. Du musst runter. Überlauf ihn. Hey. Ja, ist kein Rote. Gelb und gut ist. Wer ist eigentlich von euch beiden Falschgelder besser? Schwer zu sagen. Ja, macht da mal eure Tricks, kannst du im Zirkus machen. Also, wer ist denn das? Ein Kungu. Boah. Kann gar nichts gehen. Oh, der Dogoli! Nee, jetzt auch. Oh, der Stress da hinten. Keine Eier flattern, ganz gut bleiben. Ach, du, das ist nur Edi, der kommt. Oh, wie kriege ich den denn da nicht? Jungs, was ist denn los? Gib dir mal dann ein Glas Wasser. Der soll mal ein bisschen runterkommen da hinten. Jetzt wird stressig. Oh nein. Thomas, du bist doch 5 Meter groß. Ja, sehr gut. Und jetzt. Da geht's doch runter. Los und tschüss, bin ich vorbei. Pop. Nee, ich dachte, der geht runter. Oh, okay, Jungs, dein Fußballverein online, wann geht's denn da weiter? Ja, guck dir, da geht dann online, wenn der Ball hier ankommt. Nein. Dann gibt's hier nochmal. Oh mein Gott, abseits? Oh, der hat da so Stress, der Scholz. Ja, hey. Kommt das mal weiter, dort an, der kann das. Ja, wow! Ja! Es fängt schon wieder an, Digga, Leute. Einfach falsch ausgerichtet, sag ich dir nicht. Wie sagst du schon? Falschgeld einfach, ja? Mann. Ach, aber wir bleiben dran. Guck mal hier. Boah, Digga, ich komme auch gerade mal raus gerade hier, ne? Ja, gib dem mal ein Glas Wasser. Guck mal hier. Ja, das kann... Scheiße. Nur ganz leicht antippen, dann guckst du es dir an, dann guckst du mir rüber. Abseits. Nee, das ist kein Abseits. Das ist wunderschön gespielt, Freunde. Das ist wunderschön gespielt. Da kommt gerade nicht viel, ne? Da kommt gar nichts. Guck dir mal Schulz an. Gar nichts, ne? Der Mann kriegt dann Durchfallanfälle. Oh nein. Aus. Ey, mein Torwart ist. Ja, gibt's doch gar nicht. Der ist super, mein Torwart. Gibt's aber knapplos über die Seite da drüben, ne? Ja, was macht denn ihr da? Ah, Laporte geht da rein. Guck mal hier, Laporte. Ah, er macht er nicht. Nee, Jungs, das ist doch dann zu viel. Ach, guck mal da die Lücke, Jungs. Guck doch mal die Lücke. Ihr dürft doch da nicht so breit, so offen stehen. Nein. Oh! Nein. Schieß doch! Oh! Das war aber auch eben gerade ein bisschen durchsichtig, oder? Ey, warum dauert es so lange bei Mbappé? Das ist doch der scheiß Totti. Jungs, ihr dürft ihn da nicht so, freilassen, ne? Ey, guckt euch die Ballannahme an. Das ist ein Torwart. Nein! Ja! Er ist der beste Torwart. Er ist der beste Torwart! Oh nein, niemals. Niemals. Er nimmt den Kopf! Lars, guck's dir an. Da oben steht er noch. Er geht nur über die Seite, der Dreckspatz. Das ist gar nichts. Nein, ich wollte nicht rüberspielen. Das war auch 1A Torwartspiel, ne? Oh, ach, da bin ich zu viel. Er geht auf die komplette Stammbauer. Nein, ich hab einen scheiß Torwart. Ja. Nein, oder? Nein. Ja, sehr gut. 1-1. Manometer. Laporte? Haben wir dir doch gleich gesagt. Nein. Ja, jetzt macht das aber schön gemacht, Timo. Oh, niemals. Ja, oh! Ja. Hallo, hey! Ja, sag mal, wir müssen mal mit unseren Männern ans Kopfball pendeln. Wie gehen die denn alle zum Kopfball hoch? Was hast du denn versucht? Guck mal, mein Torwart. Achi! Nee, das ist gewesen. Macht da mal eure Taktik. Kenn ich alles? Ja. Gut. Schade. Ist billig. Jetzt aber. Jetzt hast du ganz viel Platz. Du musst das gewinnen, Kunku. Ja! Nein! Was ein Glückspilz. Nein. Ja! Wunderschön! Ich dachte, das wird geblockt. Cool. Jungs, ihr dürft ihn da nicht so freilassen, ne? Scheiße. Schon ein bisschen unverdient eigentlich, ne? Ey, mein Torwart ist wirklich nicht schlecht. Junge, Diaby, du hast doch. Das ist doch gar nicht. Guck ihn dir an mit der 12. Tritt da drauf, guckt sich an und spielt in die Mitte. Mann, Digga, was ist das denn für eine Scheiße, bitte? Oh mein Gott. Oh! Digga, Diaby!
Torwatsch ist dein Helga. Er kommt nicht vorbei. Pastor ist so ein Macher. So, komm, Diaby, du musst dich jetzt mal gegen den Torwart durchsetzen. Die Mannschaft lacht schon. Die lachen wirklich. Guck mal, hätte am Spiel, hätte am Spiel. Super. Gut dabei, sehr gut dabei, sehr gut dabei. Du bist durch, 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 du bist durch. Oh, ist das da hinten? Aber da brennt es Licht, hallo. Nee, nee, das ist billig. Das ist sehr billig, Jungs. Komm, Mbappé. Brauchen wir doch so gar nicht. Digga, Laporte ist doch eigentlich auch so langsam. Hä? Ja, Digga, jetzt habe ich alles gesehen. Abseits. Stark! Oh mein Gott! Hä, hey, was war denn Laporte da? Was war da los? Es war ein Dreieckspass. Halt, wenn man halt Laporte spielt, ne? War ein Dreieckspass. Aber Pastor dort außer bei dir ist halt auch irgendwie, weiß auch nicht, ist bodenlos, wie gut, wie viele Dinger der da gewinnt. Ja, okay, Eli muss gerade ein bisschen konzentrieren. Schneid's rein. Oh, nur. Schneid's rein. Der Mann schwimmt gerade, er braucht ein Glas Wasser. Okay. Mit einem Schuss Zitrone. Oh, wenn der ankommt. Adi. So, Raum 95 Pace. Das will ich jetzt mal was sehen. Der muss ankommen. Der kommt an. Scheiße. Ole. Wow. Und tschüss. Und da ist das Ding. Das war gut gemacht. Und da ist das Ding. Und einen machen wir noch, Jungs. Einen machen wir hier noch. Der war böse. Fuck, ich hätte eigentlich wetten können, der passt. Das ist, ey, Jungs, das ist billig. Also. Ja, stark gemacht von dir. Muss man auch mal Lob da lassen. Dankeschön, dankeschön. Weiter geht's hier. Geht's hier ran. Mann, Digga, das ist doch scheiße. Mach uns die Kompass-App auf. Navi, sagst du anmachen? Stark, stark, stark. Komm, bestrafe. Nein. Jetzt will ich was sehen. Nein, Jungs. Nein, Uhr. Du willst aber auch zu viel. Aber dann wäre der Reingang, hätte ich auch Mbappé so abgestoßen. Digga, Diaby. Guckt euch meinen Goalie an, Digga. Der ist so gut. Diaby. Ah! Ist komplett von der Rolle. Nein, ach, oh, da hast du mich gelockt. Digga. Komm, Nein. Nein, er lockt mich schon wieder. Er hat mich zweimal gelockt. Zweimal hat's gemacht. Schnapp. Ich komm. Bitte, Diaby, einmal. Nee, Jungs. Es geht nicht. Ist okay, 3-2, ein Pick. Gucken wir uns an. Ist okay, war ein gutes Spiel. Ein Pick ist meistens schlimmer wie... Broski hatte bei mir einen Pick. Der Mann hat mein Totti getroffen. Wer war denn das? Jorginho, glaube ich, musste ich abstoßen. Gut, in Herne laufen manchmal so Sachen ein bisschen... Ja, da weiß man auch nicht so wirklich, was das Sache ist. Ach, du Kacke, Digga. Wo fange ich das Projekt jetzt an? Ich bin ein bisschen angespannt, ne? Ein Pick. Wen habt ihr da, der so ein bisschen wehtut? Also klar, Mbappé, Córdoba tut weh. Die Licht eigentlich auch, weil SBC kriegst du nicht mal. Aua tut Goretzka weh. Noch. Goretzka, was kostet Goretzka der? Goretzka kostet, glaube ich, einen 500er Lachs. Ja, auch Betty Maria. Was auch, glaube ich, 400 noch oder 300. Ja, es sind schon ein paar drin. Halt auch ein paar, weil du es halt nicht mal kriegst, ne? Okay, wir haben umgestellt. Okay. Ein Pick. Boah. 4-3-3. Boah, Jungs, ich hatte Glück mit meinem Pick, den ich da euch weggesniped hab. Mach da mal den Linksverteidiger weg, der ist mir ein Dorn im Auge. LV, den LV bitte. Boah, ist Aua. Tut weh, kriegt man eine geile Karte. Fuck. Wie viel? Achso. Wo stand Kilian? RF. Aber Aua tut weh. Aua ist nice. Das ist schön, dass ihr den schon mal wieder, auf jeden Fall, den könnt ihr nicht mehr benutzen. Ja, wir haben einen abgestoßen, so. Die Jungs sehen den kann man ja nie wieder haben, ne? Den können wir nicht mehr kriegen, scheiße. Belastend. Ja, ist okay. Ah, gut, war aber ein schönes Spiel, hab Bock gemacht. War ein gutes Spiel. Zum Glück aber kein Kilian weg, weil das hätte ich heute nicht überlebt. Herz geblutet. Na gut, Freunde, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, dann sehe ich, ob dieses Video gut ankommt und ob wir sowas nochmal machen. Macht immer wieder Spaß. Checkt die Folge bei den Teasys aus. Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen entertainen. Und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da. Kuss geht raus. Ciao, ciao. Ciao.